Es geht um die Reform der Grundsteuer. Und warum war das so ein langer, ein schwieriger Prozess? Weil sehr unterschiedliche Interessen beteiligt waren, etwa die unterschiedlichen Ebenen des Staates, Kommunen, Länder, aber eben auch der Bund. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite waren auch die unterschiedlichen Vorstellungen der Parteien und Fraktionen hier natürlich wichtig und zu bedenken. Und weil auch noch eine Grundgesetzänderung mit ins Spiel kommt, auch noch die Meinung der einen und anderen Oppositionsfraktionen. Und die haben ja da auch durchaus eigene Vorstellungen von den Dingen. Worum geht es im Kern? Es geht um die Reform des Grundsteuerrechts, erfordert vom Bundesverfassungsgericht nach einem entsprechenden Urteil im Jahr 2018. Es geht um eine Ergänzung des Grundsteuerrechts. Da sollen nämlich auch baureife, aber unbebaute Grundstücke demnächst besteuert werden. Und es geht, wie gesagt, schon um die angekündigte Grundgesetzänderung. Das Ganze ist hochinteressant. Es geht um sehr viel Geld, etwa 14 Milliarden Euro im Jahr bis 15 Milliarden. Es geht um viele, die betroffen sind. Eigentümer sowieso, aber eben auch Mieterinnen und Mieter, die nämlich die Grundsteuer via Nebenkostenbetrieb bzw. Betriebskostenabrechnung dann auch zahlen. Und es geht schließlich endlich um eine keine besonders leichte Materie. Und da ist immer gut, wenn man Leute hat, die sich damit intensiver beschäftigt haben. Bernhard Daldrup zum Beispiel aus der SPD-Fraktion, wo er kommunalpolitischer Sprecher ist, aber auch der AG Wohnenbau der Sprecher ist und von daher natürlich viel mit dem Thema zu tun hat, aus kommunaler Sicht vor allem. Und Florian Tonka ist bei uns der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Und meine Damen und Herren, so sehen Sieger aus, jedenfalls wenn man den Pressemeldungen von Mitte dieser Woche folgen kann. Was gab es zu feiern, Herr Daldrup? Also es ist nicht nur so, dass wir über Monate gesprochen haben, sondern wir bringen heute etwas zu Ende, hoffe ich jedenfalls, das in Wirklichkeit Länder und Bund Jahrzehnte beschäftigt hat. Denn die Grundsteuer ist schon seit vielen Jahren in der Diskussion. Bislang ist es nie gelungen, sozusagen einen wirklichen Kompromiss zu finden. Das haben wir jetzt geschafft, zugegebenermaßen mit dem Druck des Verfassungsgerichtsurteils vor einem Jahr im Nacken. Wir wussten alle, worum es geht. Es geht um 15 Milliarden. Für die Kommunen. Und wenn die wegfallen würden, wenn dieses Geld wegfallen würde, dann würde es doch das öffentliche Finanzierungssystem zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ein bisschen durcheinander bringen. Sehr deutlich sogar. Und für die Kommunen wäre es eine sehr bedrohliche Situation. Deshalb ist es sehr gut, dass wir jetzt im Wege eines Kompromisses, der ist ja etwas, was demokratische Parteien untereinander auszeichnet, es schaffen, dieses Grundsteuerrecht, ich hoffe jedenfalls auch auf eine lange Sicht, so zu verabschieden, dass es eine tragfähige Grundlage wieder bildet. Jetzt stimmt die FDP zwar der Grundgesetzänderung zu, aber wenn ich es richtig verstanden habe, nicht der Reform der Grundsteuer. Was ist nach wie vor nicht gut aus Ihrer Sicht, trotz des von Herrn Daldrup geschilderten Kompromisses? Wie gesagt, Kompromiss in der Tat, Demokratie immer eine gute Sache. Ja, es müssen in den nächsten Jahren 35 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden für die Grundsteuer. Es betrifft sozusagen so gut wie jeden Bürger in Deutschland, egal ob Eigentümer oder Mieter. Und das ist wirklich ein komplizierter Prozess in 5 Jahren. Und wir befürchten, dass die Regelungen, so wie sie jetzt im Grundsteuergesetz stehen sollen, die Sache sehr, sehr kompliziert machen und dabei nicht notwendigerweise gerechter. Viele sagen auch, der wirkliche Wert eines Grundstücks wird da gar nicht so richtig mit erfasst. Also uns ist es zu bürokratisch, nicht treffsicher genug. Wir wollen ein einfacheres Modell, das sich vor allem auf die Fläche des Grundstücks und des Gebäudes bezieht. Das können wir in der Opposition nicht erreichen. Was wir gemeinsam heute machen, ist im Grundgesetz festzulegen, dass die Länder eigene Gesetze machen dürfen. Und darauf setzen wir dann auch, um es so auch gestalten zu können, wie es uns lieber ist. Ja, mit diesem einerseits Bundeskompetenz, andererseits die Länder dürfen trotzdem eigene Regelungen machen. Das machen wir nachher nochmal. Trotzdem nochmal, er sagt, es sei trotzdem nicht wirklich gerecht, was Sie da verabschieden heute. Warum? Nun, das ist doch aus Ihrer Sicht gerecht. So. Das Bundesverfassungsgericht hat ja eigentlich geurteilt, dass nicht etwa das Grundsteuerrecht verfassungswidrig ist, sondern die Tatsache, dass die Werte sich so auseinanderentwickelt haben und es nicht angepasst worden ist, dass es gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Das heißt mit anderen Worten, es ist eine Gerechtigkeitslücke da und wir haben diese Gerechtigkeitslücke dadurch wieder geschlossen, dass wir in Weiterentwicklung eigentlich des klassischen Bewertungsrechts hier eine sehr deutlich vereinfachte Form der Bewertung von Grund und Boden und aufstehenden Immobilien, weil das ist eigentlich der Ausdruck der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gefunden haben. Sagen Sie vielleicht mal nur in ein, zwei Stichpunkten, damit man ungefähr nachvollziehen kann, was diese Kriterien jetzt sind und wie sie sich unterscheiden von dem, wie es bislang war. Jetzt sind die Kriterien im Wesentlichen das Grundstück und der Bodenrichtwert.
und die, der Ertrag des aufstehenden Gebäudes, das heißt mit anderen Worten die Miete, die hier fiktiv angesetzt wird. Das sind die beiden wesentlichen Komponenten, um zu einer Bewertung zu kommen von Gebäuden und von Grundstück. Beides ist für uns eine Einheit. Beides muss gleichermaßen berücksichtigt werden. Das ist bei einem anderen Modell, bei einem Flächenmodell, Klammer auf, für das man auch das Grundgesetz hätte ändern müssen, Klammer zu, nicht so. Und deswegen ist das eine doch ziemlich ungerechte Situation, denn beispielsweise das Grundstück im Zentrum sehr viel oder ähnlich bewertet wird wie die Wohnung in der Randlage einer Stadt. Und das wollten wir nicht. Das hätte ich Sie jetzt auch gefragt. Was erwidern Sie? Da ist vor allem mal zu erwidern, dass genau das auch jetzt droht. Wir haben zum Beispiel gestern ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes hier des Bundestages bekommen, die darauf hingewiesen haben, dass gerade das Scholz-Modell, das jetzt gesetzt werden soll, eben nicht gewährleistet, dass gleich wertvolle Grundstücke auch gleich besteuert werden. Das sehen wir kritisch. Und einen zweiten Punkt auch. Wieso nicht? Wieso nicht? Weil der Gesetzgeber da wiederum sehr stark pauschaliert, um den Wert zu ermitteln. Aber Sie können natürlich nur, wenn Sie wirklich auf das einzelne Haus schauen, auf den Zustand, auf den Renovierungszustand, wirklich genau wissen, welchen Wert es hat. Und das wiederum macht auch Scholz nicht, sondern er versucht so mit so einem pauschalen Merkmalen sich dem zu nähern. Eigentlich wird auch eher die Lage besteuert, über Bodenrichtwerte, über Mietspiegel, aber eben gerade nicht der Zustand des einzelnen Gebäudes. Und dadurch hat man auch da das Problem, dass gleich wertvolle Gebäude, die man zum gleichen Preis an jemanden verkaufen könnte, bei der Grundsteuer unterschiedlich behandelt werden. Aber wir haben noch einen anderen Punkt. Dadurch, dass sozusagen die Mieten einfließen in die Berechnung der Grundsteuer und Bodenrichtwerte, haben wir die Besorgnis, gerade in den Gegenden, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, wo es eine große Nachfrage nach Wohnraum gibt, da führt das sozusagen automatisch dazu, dass die Grundsteuer sich mit dem Mietniveau und mit dem Bodenwertniveau mitbewegt, also steigt, verschärft ein Problem, das dort vorhanden ist, eher. Auch das sehen wir kritisch. Also ich sage mal, das ist natürlich nicht widerspruchslos. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, wie beispielsweise bei der Pauschalierung der Mieteinnahmen, das war eine Forderung im Wege der Verhandlungen, dass nicht die konkrete Miete angesetzt wird, sondern dass Mietstufen pauschalisiert angesetzt werden. Und die gleichen, die das jetzt gefordert haben, sagen jetzt, ja, das ist aber doch eigentlich nicht gerecht. Das kann so nicht funktionieren. Wir haben uns in dem gesamten Verfahren in vielerlei Hinsicht mit den Ländern auf Kompromisse zubewegt, die Bewertung etwas verallgemeinern, vereinfachen. Und jetzt zu sagen, das ist allerdings dann sozusagen nicht hinreichend gerecht, ist eine merkwürdige Situation, zumal die Alternative eines Flächenmodells ja auf eigentlich gar nichts Rücksicht nimmt, was die Unterschiedlichkeit von Grundstücken und Gebäuden ausmacht. Und deswegen ist das Modell in hohem Maße übrigens auch klageanfällig. Und auch das wollten wir natürlich vermeiden. Wir wollen auch eine rechtssichere Grundsteuer haben. Und deswegen ist die Weiterentwicklung auf der Basis des Grundsteuerrechts so erfolgt. Zum Thema Flächenmodell dürfen Sie jetzt sich noch mal äußern bzw. es verteidigen, wenn Sie meinen, dass es zu verteidigen ist. Und wenn ja, warum? Das Flächenmodell ist denkbar einfach. Ich glaube, dass es gerade nicht klageanfällig ist, weil es nicht vorgibt, den Wert zu besteuern, sondern an anderen Merkmalen anknüpft. Und am Ende muss man ja auch sagen... Ganz kurz mal dazwischen gegrätscht. Warum spielt bei Ihnen der Wert eines Grundstücks keine Rolle? Der Wert spielt deshalb keine Rolle, weil er nur unter erheblichem Aufwand treffsicher zu bestimmen ist. Eigentlich müssten Sie dann jedes Grundstück wirklich angucken. Die Koalition versucht es jetzt sozusagen mit Lagekomponenten wie Bodenrichtwerten etc. zu machen, aber dann erfassen Sie den Wert eben dann doch wieder gerade nicht. Aber Sie haben das ja mal vorgehabt. Also es gab ja am Anfang mal, glaube ich, dieses ganzen Gesetzänderungsprozesses, gab es ja mal die Überlegung, tatsächlich das einzelne Grundstück und die einzelne Immobilie zu bewerten, wenn ich es richtig gelesen habe. Nein, wir sind von Anfang an vom Bodenrichtwert ausgegangen. Das war für uns eigentlich der Maßstab, um sozusagen marktfähig bestimmen zu können, wie denn eigentlich der Wert eines Grundstückes ist. Und dieser Wert ist in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden, überall. Man kann ihn, Sie können ihn, ich kann ihn persönlich sozusagen gleich übers Internet für Ihr eigenes Grundstück abrufen. Also dieser Wert ist vorhanden und er ist Ausdruck auch der tatsächlichen Situation. Und deswegen ist das ein völlig angemessener und vernünftiger Maßstab. Wenn man das Flächenmodell nimmt, sind es im Grunde genommen sehr, sehr einfache und simple Berechnungen, die aber dann, wenn man in die Gebäude geht, kompliziert werden. Sehr kompliziert werden, wenn man über Bruttogrundflächen beispielsweise spricht. Wenn ich Sie frage, wie groß ist Ihre Wohnung, das können Sie mir sofort sagen. Wenn ich Sie frage, was sind die Bruttogrundfläche Ihres Hauses, da kommen Sie ziemlich in Schwierigkeiten. Und das wird uns hier als einfach dargestellt. Bin ja auch nur Mieter.
Ja, aber auch für einen Mieter ist es eine komplizierte Angelegenheit. Wie weit muss der, wie ist es mit dem Dachboden, was ist eigentlich mit den Balkonen und so weiter. All das muss der Eigentümer dann auch beantworten. Das macht es überhaupt nicht einfacher. Apropos Mieterinnen und Mieter, das Bundesfinanzministerium, aber auch die Koalitionsfraktionen sagen, es soll nicht teurer werden für die, insbesondere Mieterinnen und Mieter, die ja die Grundsteuer umgelegt kriegen über Betriebs- bzw. Nebenkosten. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, Herr Tonka? Weil es gibt ja, dass es nicht teurer wird für die Mieterinnen und Mieter. Es gibt neue Bewertungskriterien, das heißt, die einzelnen Grundstücke werden völlig neu bewertet, müssen natürlich dann auch zwangsweise, weil, ja gut, wir haben ja eine Preisentwicklung gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also was denken Sie, wird es teurer für Mieterinnen und Mieter? Geht es so ausgehend, wie es die Koalition sagt? Die Gefahr besteht natürlich schon, dass höhere Grundstückswerte mitgenommen werden und dazu führen, dass mehr Steuern bezahlt werden sollen. Die Städte und Gemeinden sagen, sie wollen das nicht, aber letztlich entscheiden kann das nur jeder einzelne Gemeinderat, jeder einzelne Stadtrat über den Hebesatz. Und über den wird man auch in fast jeder deutschen Kommune noch mal reden müssen, wenn die Grundstücke bewertet sind. Und da setzen wir natürlich drauf, auch vor Ort in den Räten, dass die Hebesätze dann so gemacht werden, dass es nicht zu Steuererhöhungen kommt. Aber ich möchte doch auf zwei wichtige Gesichtspunkte hinweisen. Nummer eins, über eine bundesweit einheitliche Messzahl stellen wir sicher, dass das Gesamtvolumen der Grundsteuer nicht sich drastisch verändert. Also wir reden über eine Größenordnung von 14 bis 15 Milliarden. So soll das auch bleiben. Diese Einnahme wollen wir sichern. Das ist der Grund für die Reform, nicht eine Steuererhöhung. Das regelt der Bund, soweit er es überhaupt kann. Der zweite Punkt, da hat Herr Tonka recht, sind die kommunalen Räte über das Hebesatzrecht. Und da sage ich Ihnen mal, man kann nicht gestern von Freiheit reden und morgen sozusagen Zweifel dran haben. Kommunale Selbstverwaltung ist die Freiheit, etwas selber entscheiden zu können. Die Kommunen haben gesagt, wir senken die Hebesätze entsprechend, wenn sich die Einnahmen dadurch erhöhen. Das ist schlicht und ergreifend so. Und ich glaube, ein bisschen mehr Vertrauen gegenüber den Gemeinderäten und Stadträten ist schon angebracht in unserem Land. Aber Sie rechnen nicht damit, so wie Sie gucken. Nein, das wird in jeder Kommune anders diskutiert werden und muss politisch entschieden werden. Es ist ja auch ein guter Grund, dann bei den Gemeinderatswahlen Parteien zu wählen, die sich klar dazu bekennen, dass die Grundsteuer nicht steigen soll. Und so wird das sein. Wir müssen einen Punkt unbedingt noch besprechen, ganz kurz. Das eigentliche Kuriosum aus meiner Sicht ist ja, dass die Gesetzgebungskompetenz, auch das ist ja Bestandteil der Abstimmungen heute, beim Bund liegt über die Grundsteuer, aber gleichzeitig dürfen die Länder machen, was sie wollen. Das ist erklärungsbedürftig, finde ich. Da haben Sie in der Tat recht. Also für uns war eigentlich klar, dass die Gesetzgebungskompetenz des Bundes abgesichert ist. Darüber gab es dann Diskussionen und wir haben gesagt, gut, dann wird das im Grundgesetz eben klargestellt in Kombination mit der Öffnungsklausel. Wir waren relativ weit eigentlich und erst auf den letzten Metern ist Bayern damit gekommen, dass sie gesagt haben, wir machen nur dann mit, wenn es eine solche Öffnungsklausel gibt. Und diese Öffnungsklausel ist Ausdruck sozusagen von Provinzialismus, aber nicht von Vielfalt im Föderalismus. Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich bedauerliche Geschichte. Aber der Kernpunkt ist, dass nicht jedes Land machen kann, was es will, unter dem Gesichtspunkt, dass sich jedenfalls kein Land auf Kosten anderer gesund rechnen kann. Deswegen haben wir das im Bund-Länder-Finanzausgleichsgesetz auch noch entsprechend regeln wir. Werden wir das noch regeln und haben es auch jetzt schon im Bewertungsgesetz geregelt. Jetzt müssen wir Florian Tonka auch noch schnell die Gelegenheit zu einer Antwort geben, nämlich zu dem Punkt, warum Sie sich am Mittwoch als Sieger gefeiert haben, weil Sie nämlich was durchgesetzt haben im Zusammenhang mit der Grundgesetzänderung, von dem Sie aber noch gar nicht wissen, wie es realisiert wird. Das finde ich auch erklärungsbedürftig. Wir haben nach dem Gesetzeswortlaut bis Mittwoch stand zu befürchten, dass in den Ländern, die eigene Grundsteuergesetze machen, am Ende für den Länderfinanzausgleich nochmal eine zweite Berechnung und Bewertung jedes einzelnen Grundstücks erforderlich wird. Und das haben wir für falsch gehalten. Deswegen haben wir klargestellt im Gesetz, keine zusätzlichen Angaben für den Zweck des Länderfinanzausgleichs und damit auch weniger Bürokratie. Das ist, glaube ich, ein schöner Erfolg und erlaubt uns auch heute zumindest bei der Grundgesetzänderung mitzugehen. Das Bewertungsrecht der Koalition, das sogenannte Scholz-Modell, werden wir nichtsdestotrotz natürlich ablehnen. Und jetzt müssen wir Schluss machen, leider an der Stelle, weil wir nämlich fast schon 9 Uhr haben und auf den Bundestagspräsidenten warten, der nochmal besondere Anmerkungen machen wird, die will ich den Zuschauern gerade noch erklären. Wir sehen Sie beide in der Debatte gleich wieder. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier gewesen sind. Danke, Florian Tonka. Danke, Bernhard Dahldrup.